Alter! Hey Leute, hier ist der alte Mann mit Mountain Blade Bannerlord. Hier sind wir. Unser wunderschönen Burg. Tubelis. Ja, ja. Lange haben wir sie schon gehalten. Die Mauern sind noch kaputt, ne? Sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehe. Egal. Wir werden sehen. Hier sind wir. Wow. Viel Geld machen wir ja auch noch nicht. Current Garrison. Schäbige Lappen. 19% Mauern. Oh Mann, wir waren bei der Dingensstadt schon bei 40. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass unsere schönen Dörfer jetzt alle intakt bleiben. Wie viele haben wir denn? Drei, ne? Zwei. Da ist alles auch noch okay. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir im Plus bleiben. Ich gehe mal Sachen verkaufen. Ist auf jeden Fall jetzt ein Fehler, die Söldner wegzuschicken. Aber wenn wir total pleite werden, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist ja nur Müll. Wow, das war's. Nicht wert. Der Burgloot, echt nicht. Alter, schon wieder Ortesia. Interessant. Bungalter. Also, sobald ich eine Armee sehe, muss ich schnell Armee gründen, damit alle zurückkommen. 63 und 92 Milizen in Tubelis. Wo kann ich denn jetzt sagen... Das kann ich hier gar nicht, ne? Ah. Es reicht ja, wenn wir die haben auf den Mauern. Sonst haben wir halt Keilerfrischlinge. Die sind ja auch nicht schlecht. Ich hole das mal. Gucken, was daraus wird. Ich habe das ja immer noch nicht beobachtet beim letzten Mal. Ja, jetzt sind wir halt hier am Managen. Mehr machen wir gerade nicht. Cards brauchen wir auch nicht. Improved Garrison Training. Machen wir einfach mal so. Ist doch egal. Gut, jetzt haben wir die ganzen Söldner, die ganze Zeit die Rekruten abfarmen in den Dörfern. Ich weiß ja nicht, ob das ein Grund ist. Oh, sind sie raus? Ja, das war's. Sie haben gekündigt. Sie haben gekündigt! Gut, dann haben wir jetzt wieder Geld. Oder auch nicht. Gut, dann sitzen wir jetzt hier. Aber ich meine, 424 Verteidiger ist auch nicht ohne. Don Luca. Oho. Ja. Können wir das obere nehmen. Wir wissen jetzt, dass das nichts zählt. Gut, ich könnte jetzt wieder senden und wieder... Oh, guck mal, 40 Plünderer. Das müssen wir jetzt mal hier abfangen. Komm her, mein kleiner Trupp. Ja. Ihr seid mein Problem.
Jo. Lol. Geht's doch. Sehr schön, sehr schön. Oh, guck mal, wo kommt der denn her? Da hat sich verlaufen? Sollen wir mal ein bisschen... Ich meine, wir sind echt stark jetzt, glaube ich. Verlies. Oh, warte mal, komm, wir gucken mal ins Versteck. Nee, nicht da. Ist das nur in der Burg? Nein, es ist nichts drin. Aber vielleicht ja in Quajatz noch. Man weiß ja nie. Kann ja hoffen. Haben wir eigentlich noch Rekruten in der Armee? Wann? Ja. Wie viele haben wir denn von unseren Prügelrittern? Prügelritter! Wo seid ihr denn? Wir haben gar keinen. Doch da. 24. Ja, da kann man arbeiten. Burg. Ach komm. Arzugos, lass mir deinen komischen Quest in Frieden. Oh Mann, das ist echt nicht gut. Komm, wir gehen mal gucken. Die sind noch alle hier. Das sind die, ne? Ne, das sind die Clan Seeratten. Der Seeratten-Clan. Oh, jetzt... Oh. Jetzt erklärt man bestimmt direkt Azerai in den Krieg. Pass auf. Dann, wie viel haben die denn in Lageta? Da müssen wir mal kurz mal gucken gehen. Dann reiten wir wieder sofort zurück. Oh Mist, wir brauchen Essen. Oh Mann, ich glaube, Tubelis können wir nicht halten, wenn mir Azerai jetzt gleich den Krieg erklärt. Wir können nur verteidigen und XP farmen dadurch. So, Wettnäger, erklären wir jetzt den Krieg und gehen mich direkt belagern. Die sind ganz schön lahm, ne? Wir gehen zurück. Wie sieht's aus mit Ortizia? Ist auch nicht drin. Wir können mal bei Jakulan gucken. Ich meine, wenigstens Vlandia würde mich in den Krieg erklären, oder? Aber die Burg halten, das wirft kein Geld ab. Wir könnten auch nochmal die Söldner dann holen. Oh. Ja, ja. Den da weg. You got a problem? You got a problem. Nee. Keine Zeit dafür. Er hat nicht so viel gebracht. Badadam bum bam bum badam bum bo. Babadim pim pi ba bum ba ba. Ich hab Krieg gegen. Ach ne, das ist ein Alte. Das ist ein Alte. Ey, hat immer noch keiner belagert. Krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und Burg Ori Poppy. Puppi Luppi. Komm, gehen wir mal dahin. Wie gesagt, ich glaube, wenn Azerai mir den Krieg erklärt. Ja, gut, ne? Wir können verteidigen. Um Gegner zu töten, um zu leveln, um uns stärker zu machen. Auch unsere Begleiter. Ich finde, das ist halt, wie gesagt, der beste Platz dafür. Oder. Wir versuchen jetzt schnell noch was anderes zu finden. Oder wir hoffen einfach, dass keiner unsere Burg belagert. Und dass alles gut wird. Ende.
Wir sind glücklich. Und sie lebten bis an ihr Ende ihres Lebens glücklich, zufrieden in ihrer Burg Tubelis. Das war die Geschichte vom Königreich Gottwalter. Die großen Ambitionen wurden klein. Ende. Wir holen noch ein bisschen zu essen. La 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 la. Ich will jetzt auch nicht die Söldner, ich meine die Rebellen klatschen. Ah, okay, ich habe verstanden. Es sei denn, sie wollen die Rebellen klatschen. Nee. Das ist zu wenig, schaffen die nicht. Beobachten wir, was sie hier machen. Okay, die wollen zu mir. Die drehen aber ab, wenn ich da bin. Oh, oh, warte mal, wie schnell sind die? Okay. Ach, guck mal, das sind hier... Ach, die sollen wir ja platt machen. Machen wir jetzt nicht. Wir müssen die Burg. Ohne mich sind 200 so und so viel. Da, guck mal, was für geile Truppen das sind. Und kommen die jetzt? Ne, die gehen plündern. Okay, dann machen wir hier ein bisschen... Ha, ha, ha! Nein, nicht, tut's nicht. Ich hier wieder rausgehe. Nee. Ah, akzeptabel. Oh ja, das bringt Kohle. Ja. Komm, die schaffen wir auch noch. Sehr schön. Das ist eine coole Quest. Damit kann man echt arbeiten. Was verkaufen gehen, damit wir ein bisschen Geldpolster haben. Tja, jetzt kommen wir noch weniger Geld. Sie brennen einfach alles nieder. Verschwörungskriegertrupp? Was ist denn hier los? Das ist noch eine Quest. Ich meine, das ist gar keine schlechte Verschwörung. Ich finde das richtig geil, dass sie existiert. Warum dagegen ankämpfen? Ne? Ist doch wunderschön. Wollen die mich belagern? Was ist mit denen los? Warte mal, die gehen doch lieber mal hin. So, Verschwörungstrupp. Mal gucken, was wir da reißen. Auch nur ein Verlust. Ah, das ist echt schade. Ich meine, wir können noch versuchen. Ah, ne. Hm. Wenn ich jetzt schnell nach Kwajatz gehe, ob wir das schnell wieder zurückschaffen? Nee, ich sehe schon. Ja. Und jetzt? Eine schöne Häuschen. Fast 100 Müll. Veteranen. Liena? Verräter, Vlandia, Verräterin, das gibt's schon nicht. Mann, da würde ich jetzt gerne drauf gehen, ne?
So, kann ich aus dem Norden? Sehr schön. Der Handelsmalus in den Städten oder Fraktionen wird um 5% reduziert. Die Reichweite der ausschwimmenden Verstecke wird um 30% erhöht. Die Trupps von Dorfwohnern sind um 10% größer. Die Handelsmalus von Dörfern eurer Fraktion wird um 10%. Das klingt auch ganz nett. Irgendwo. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Pansen. Die Lebenserwartung im Clan steigt. Verwundung und steigende Schlachten nicht Moral. Verwundete Truppen senken in Schlachten nicht die Moral. Jetzt gehen sie wieder. Dann können wir ja nach Kvayats rennen. Wir warten aber erstmal. Zieht ab! Los, ihr Flaschen! Ich meine, wir haben schon eine ziemlich geile Armee jetzt. Ich meine, wie viele von den 32? Ne? So schlecht stehen wir nämlich gar nicht da. Tja. Gut, dass wir nochmal so viel Zeug haben zum Verkaufen jetzt. Wir werden noch nicht gucken, was das ist. Hä? Haben die mir nur Schwerter gedroppt? 38.000. Woo! Wir sind wieder gerettet. Gerettet. Ja, komm, weg damit. Ne, dafür haben wir keinen Platz. Da kommen sie zurück. Wir können sie auch belagern lassen und angreifen, wenn sie kämpfen. Und dann gibt es eine Feldschlacht. Ah, schade. Ärgerlich. Aber wir machen es mal so. Die kommen ja sonst nicht. Ich kann mich reinschleichen, dann verliere ich aber viele Truppen. Komm, wir warten, bis sie kämpfen. Ich hole nochmal was zu essen. Bisschen Popcorn. Oh, 37. Nee, jetzt müssen wir erstmal warten. Den machen wir noch weg. Scheiß drauf. Komm, ist langweilig. Und das ist alles, was sie aufstellen können, ne? Aber... egal. Also das mit den Banditen aufwerten ist gar nicht mehr so ein... ne, Thema, weil man eigentlich gute Leute auch... Ich weiß nicht mehr, wie lange ich warten muss, wann ich angreifen kann und dass die Garnison mir hilft. Wie gesagt, ich meine, die Schlacht muss toben. Kann ich mich auch nicht dem Lagern anschließen, ohne Verluste. Wenn ich verliere, war es das nicht wert. Es ist halt schwer zu entscheiden. Ich jetzt so mache. Assault the Siege Camp. Ha, doch! Ne, hier. 32 Truppen. Okay, was ist das hier? Ne, okay. Aber wenn die kämpfen, müsste es eigentlich funktionieren. 32. Was sind schon 32 für einen Sieg? Und guck mal, wir haben Katapulte. Ja, was war das denn jetzt? Das ist schon 300. Da können die eigentlich nur verlieren.
Als sei denn, es kommt gleich noch eine Armee. Dann rennen wir auf jeden Fall in die Burg rein. Guck mal, Don Luca, nur wenn... Also, ihr habt hier keinen besseren Platz, um Geld zu... Okay, es geht los. Ja, guck. Wir warten aber, bis Tag ist. Assault des Siege Camp. So, und wenn ich reingehe, dann... Genau. So, jetzt kommen wir zusammen mit der Garnison, die angreifen. Eigentlich kann man so auch richtig gut den Feind platt machen. Das habe ich mir gedacht. Ich wusste aber nicht mehr, ob das jetzt noch so war. Sind das die Bogenschützen? Jo, dann viel Spaß damit. Der Shield Wall, Alter. Kavallerie 68 Stück. Geil. Oh, scheiße. Lass sie nicht ankommen! Jetzt geht's endlich los. Guck mal, er hier, er lebt sogar noch. Alter! Jo. Hinten kommen sie. Guck mal, wie sie über die Kuppe gelaufen kommen. Cool, ne? Tauchen auf einmal auf. Noch einer. Cool, er versucht noch zum Pferd zu kommen. Ah, er hat es nicht geschafft. Yeah. Lass den Tod auf sie niederregnen. Genau so. Alter, guck mal, die Bogenschützen. Es wird noch lustig werden mit deren Kavallerie. Aber wir greifen jetzt deren Bogenschützen an. Ich hoffe einfach, dass unsere Fernkämpfer es schaffen. Ich muss zur Infanterie. Ach du Scheiße. Wir müssen das Zentrum durchbrechen. Unsere Bogenschützen machen gute Arbeit. Unsere Kavallerie macht gute Arbeit. Ja, und sie von den Pferden sehr gut. Und Bogenschützen angreifen. Vorwärts! Angriff für Dorfwalter! Oh. Sehr schön.
Das war's. Geil. Das Reich hat seinen ersten Sieg davon getragen. In der ersten Reichsschlacht. Das war's. Guck mal da oben. Ein Kreis ohne Symbol. Da guckt euch mal die Pfeile an hier. Nehmt das, Kaiserreich. Sehr schön. Ah, das hat sich doch gelohnt. Du bist mein Gefangener. Du bist auch mein Gefangener. Ich brauche Geld. Die nehmen wir alle mit. Das nehmen wir auch alles mit. Eure Perücken will ich auch. Alles. So. Sowas wie, warte mal, ist das alles, was in der Burg sein darf? Dann gehen wir es verkaufen. Wir gehen die alle verkaufen. Mann, ey, wir haben jetzt noch was größer, aber wir können. Wir haben nicht die Finanzen dazu. Jetzt müssen wir rumtingeln, bis wir was finden. Ich glaube, wenn wir nochmal Kohle irgendwie haben, dann brauchen wir Söldner und holen uns nochmal. Keine Ahnung, so ein Rebellending. Handeln wir. Das ist doch wunderbar. Ah, wieder ein Pilum. Komm, gebe ich hier zwei Pilums. Die Dinger sind der Knaller. Weg. Hickory Armbrust. Hickory Style. Ne. 39.000. Damit können wir erstmal wieder über Wasser bleiben. Butter. Wir lieben Butter. Denn Butter ist gut. Ja, Butter. Butter. Butter ist wunderbar. Butter. Butterlord. Oh ja, Upgrades. Die sind auch toll. Die kaiserliche Truppen. Ekelhaft. Jo, geil. 79.000. Ich meine, ab jetzt kannst du nur bergauf gehen. Liebe Leute, ich muss hier leider aufhören. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge beim wunderschönen. Oh Mann, ey, ich hoffe, die greifen uns nicht an. Mountain Blade Bannerlord. Ja, es wird siegreich werden. Ja, wir schauen mal. Also, liebe Leute, bis dahin wie immer. Haut rein.